bin gespannt, wie sich das verändert hat. Beginnen. Gut, ich habe auch keinen Save mehr, das ist auch okay. Kapitelauswahl. Nein, wir machen das von Anfang an. Dear Henry, it seems like a lifetime since we've worked on cartoons together. 30 years really slips away, doesn't it? If you're back in town, come visit the old workshop. There's something I need to show you, your best pal Joey Drew. Lieber Henry, es fühlt sich an wie eine Lebensspanne, dass wir zuletzt Cartoons zusammengezeichnet haben. 30 Jahre sind einfach vorbei. Super schnell vorbeigegangen. So, meine Übersetzung ist richtig grottig übrigens. Also, ne? Wenn du in der Stadt bist, dann komm doch mal in meinem Workshop vorbei. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Dein bester Pal, dein bester Freund Joey Drew. Work hard, work happy. Heißt das nicht eigentlich work smart, not hard? I don't know. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, ne? Das ist schon voll ekelhaft. So, oh, wow, wow, upsie. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ist das laut genug? Soll ich das lauter machen? Also man hört gerade nicht viel. Ich kann es mal ein bisschen lauter machen, denke ich, oder? Sitzen. Ich hoffe, dass das von den Frames her auch geht. Ansonsten muss ich die Auflösung runterstellen. Ich bin ja gerade im 4K, was eigentlich voll unnötig ist, aber komm, wir stellen es einfach gleich runter, bevor ich hier irgendwie rumeier. Hört ihr das? Also man hört nicht viel gerade, aber ist das laut genug? Man hört nur ein bisschen Musik. Hier haben wir Tinte. Das ist halt auch so das Fiese an dem Spiel, dass die ganze Zeit nichts passiert quasi und dann halt eben doch. Ich gehe mal hier zu diesem Projektor. Oder auch nicht. Okay. Wir werfen keinen Schatten, auch okay. Kann ja mal. Ach so, ich muss ja noch mein. Ich bin ja noch im Just Talk drin, ne? Ich muss das mal eben ändern. The Dancing Demon. No. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch zu leise ist für euch, wenn er redet. So. Das sind teilweise auch ganz subtile. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Das sind auch ganz subtile Jumpscares dann. Also so dieses, du siehst sie erst nicht und dann halt doch. Und dann aber auch teilweise voll ins Gesicht. Also es ist ganz, ganz fies irgendwie. Das sieht alles super anders aus hier. Das habe ich in, als es rauskam, gab es das alles noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was hier passieren könnte. Wendy in the Little Devil Darling. Siehst du? Das meine ich. Das ist jetzt schon voll ekelhaftig. Kann ich mich ducken oder so? Ich wollte nicht stören, also ich gehe nochmal lieber.
Und dieser Pappaufsteller hier, ne? Also Bandy wird das scheinbar sein. Das ist, glaube ich, Bandy. Der erscheint teilweise auch einfach so, auch wenn du da schon längst gegangen bist. Bei dem Spiel, keine Ahnung. Ich habe damals nur die das erste Kapitel gespielt und ich glaube, wir sind jemand, der einen oder wir sind Zeichner. Es kann sogar sein, dass wir selber auch Zeichner sind, aber auf jeden Fall besuchen wir unseren Zeichnerfreund und jetzt sind wir, glaube ich, gerade in seinem Atelier oder so. Dreams come true. Träume werden wahr. Und es ist, glaube ich, auch irgendwie ein Rätselgame. Und Türen, die nicht aufgehen. Toll, ich liebe es. Nicht. Das Schlimme ist einfach, dass ich. Das war früher auch nicht so. Oh Gott, das hat sich so viel verändert. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Watch your step. Hallo? This lift could use a few dry cells. Das gab's früher alles gar nicht. Oh, das gab's früher alles gar nicht, ey. Früher war alles besser. Eine Batterie. Noch eine Batterie. Let's see what you're hiding down there, old friend. Ja, tell me. Ich kann mir schon denken, was es ist. Nur früher sah der Raum halt ganz anders aus. Da gab es diese ganze Mechanik hier gar nicht. Geht das hier von der Lautstärke? So. Neues Ziel, die Tintenmaschine. Ich schalte die Tintenmaschine ein. Ich muss mal eben schauen, kann ich irgendwie mein Journal. Aktuelles Ziel, okay, gut. Schalte die Tintenmaschine ein. Tipp, finde das Kraftwerk. Ich schwitze. Jetzt passiert noch gar nichts. Ich schwitze. Ich möchte lieber Geister jagen jetzt. Ich finde das. Okay. Die Tintenmaschine sah auch früher ganz anders aus. Das Ding da stand einfach nur in einem Raum rum. Ich glaube, das war damals noch Early Access. Ich schwöre dir, ey, dieser blöde Bandy, der erscheint doch hier gleich irgendwo. Und hier ist die Tür offen. I don't like this. Ich muss mal mein Licht hier ein bisschen. Ich müsste das Licht hier mal ein bisschen heller machen. Ich vertraue diesen Aufstellern hier nicht. Ich fühle mich beobachtet. Hör auf damit. Ich habe mich so sicher gefühlt, als ich das Spiel gestartet habe, weil ich das erste Kapitel ja kenne, aber es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Watching in. Ich bin jetzt offiziell bei der Arbeit. Nice. Oh, das ging auf. Bacon Soup. Geil. Nochmal. Yes. Bisschen Daten. Oh, die. Oh. Habe ich hier das alle auf einmal geworfen? Nochmal. Meine Zunge. Ja, okay, reicht dann auch. Don't forget to punch in. It could save your job.
Das ist die Motivation, die ich brauche. Bandy in The Dancing Demon. Das scheint ja der Shit zu sein hier, die ganze Bandy-Geschichte. Können wir nicht aufnehmen. Meine Nase juckt. Work hard, work happy. Ich habe das Gefühl, dass wir nachher hier irgendwie durch müssen. Ticky zip. Kann ich rennen? Keine Ahnung, ich kann nicht wirklich rennen. More Bacon Soup. Ist es nur ein Licht ausgegangen, Eli? Ist es nur ein Licht ausgegangen? Ist alles okay? Draußen fährt gerade ein Krankenwagen längs, alles gut. Ich habe noch keinen Herzinfarkt gehabt. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Toll! He will set us free. Er wird uns befreien. Das ist schön. Wer denn? Unser Chef? Kriegen wir frei? Oh, warte mal. Ich möchte mich bitte. Kann ich crouchen? Nein, kann ich nicht. FD? Nein, geht nicht. Ich möchte das aufnehmen. Okay, dann nicht. Boris, der Wolf. Bandy in Sheep Songs. Ich habe eine böse Erinnerung an Boris. Hier werden immer noch Träume wahr, das ist okay. Mehr Bacon Soup. Schalte die Zeitmaschine. Die Tintenmaschine ein. Ja, aber wie? Da. Mehr Bacon? Nee, doch nicht. Auch nicht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn ich auf einmal aufschreien sollte. Ink Machine. Hier steht's auf Deutsch dann wieder, ne? Okay. Ink, watch your step. Joink. Steht's. Okay. Keep out. Können wir da runter? Müssen wir da runterspringen? Ich glaube nicht, oder? Kommen wir wieder zurück. Wir können auch nicht runterspringen. Also, ich kann auch nicht an diesen Metalldingern runter. Bandy, hilf mir mal, Alter. Schon ein bisschen uncool. Doink. Exit. Kann doch nur hier sein dann. Wir brauchen scheinbar eine Axt. Wo kriegen wir eine Axt her? Punch in, haben wir gemacht. Jetzt wieder Danger Keep Out. Nee, Mann. Da kommen wir auch.
war die Musik doch sogar an, als die Tür noch zu war, ne? Wie das Radio so wackelt. Wir können es auch nicht wieder ausmachen, das müssen wir jetzt uns anhören. Was war das? Hier nichts machen. Das ist halt so dieses... Oh, Rätsel. Gedöns hier. Komm, darf ich das bitte aufnehmen? Ja, danke schön. Überall die Bandy-Sticker. Ich will so einen Bandy-Sticker haben, ne? Ich habe auch eine Funko-Figur von Bandy. Die ist aber schon verpackt. Schon im Umzugkarton. So, können wir jetzt hier oder muss ich tatsächlich hier hin? Ich will das nicht. Hallo? Okay. Ah, nein, auch nicht. Auch nicht? Hä? Die ganze Lichttische hier, ey. Damals war die Animation viel geiler. Nix mit digital übereinanderlegen mit Onion Skin und so. Nee, nee. Dann hat man auch oldschool Papier auf Papier gelegt. Hä? Habt ihr eine Idee, was wir machen sollen? Also ich habe die Vermutung, dass wir diese Holzbarriere Richtung Ink Machine kaputt machen müssen. Aber wir haben nichts. Kann ich irgendwas anderes aufmachen hier? Nee. Habe ich. Hier ging es halt damals auch längs. Das war nicht komplett zu, sondern du hast da durchgucken können. Bandy, hilf mir bitte. Gibt's nicht. Gänsehaut. Das, daran erinnere ich mich. Hieran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich auch. Oh, Gänsehaut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Joey, what were you doing? Wer lacht jetzt? Boris ganz sicher nicht mehr. Pflanze. Oh Gott, es ist nur ein Werkzeugkasten, Elias. Oh mein Gott. Da ist ein Knochen drin. Den können wir Knochen, Foto machen. Klick. Boris, bist du da? Das konnte man früher auch nicht aufmachen. Man konnte es früher nicht aufmachen. Oh mein Gott, das ist ein ganz anderes Spielerlebnis gerade. Ich habe Gänsehaut. Ich muss erstmal was trinken. Oh mein Gott. Kerzen sind an, meine Sanity geht nicht runter. Nein, ich gehe erst. Nein, ich gehe erst. Hier links. Hallo. Flackerndes Licht, das mag ich. Ich erwarte jeden Moment eine bestimmte Situation. Wir gehen doch lieber den anderen Weg.
Not me, who's cucking sich ein. Ah ja. Alright, how do I get this to work? Tintenmaschine. Repariere die Tintenmaschine, finde und platziere die Objekte. Niedriger Druck. Hauptversorgung. An diesen Raum erinnere ich mich auch. Du bist so fast nur geschädigt, ey. Und das nicht zu knapp. Ach was. Wenn wir das sonst immer jeden Freitag spielen. Da, natürlich. Aha, Musik. Ein Tintenfass. Ein Kuscheltier. Ein Buch. Ein Schraubenschlüssel und ein Zahnrad. Oh nein, oh nein. Ich wusste es. Das meine ich. Das meine ich. Das einfach. Ich habe mich damals so erschrocken. I hate you. Es war Boris. Nein, es war Shinny, der wieder Sachen irgendwo hinstellt. Oder Flo. So. Okay, gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal hier durch. Das kenne ich ja alles nicht. Ich habe Angst. Ich meine, nein, natürlich nicht. Hier steht noch einer. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich habe Herzklopfen übrigens. Ach so, ja, klar. Jetzt geht das hier auf. Noch mehr Bacon. Oh. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animation sure aren't being finished on time anymore. And I simply don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had an issue with donating something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room. To help appease the gods, Joey said. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes bursts, I'm out of here. Okay. Das heißt erschreckt? Erschreckt? Erschrocken? Keine Ahnung. Ich sag immer erschrocken. Hier ist so, hier, geh in die Ecke und schäm dich. Okay, also dieser Frank sonst wie was, der hat sich gerade darüber aufgeregt, dass das totaler Bullshit ist, wenn der Zeichner diese Figürchen auf diese kleinen Altäre da, Altäre, Deutsch, danke, tut, um die Götter zu besänftigen. Und er meinte, wenn hier noch einmal irgendwie ein Rohr bricht, kaputt geht, dann ist er weg, dann geht es heraus. Und er versteht nicht, warum man eine Tintenmaschine braucht. Wozu braucht man so viel Tinte? Okay. Oh, guck mal. Ich will den haben. Ich will dieses Plüschtier haben. Okay. Ich kann hier nichts machen, scheinbar. Vor euch fahre ich noch zum nochmal zum Griechen. So, so. Ach ja, jetzt geht die Türen. Ja, sicher, jetzt gehen die Türen hier auf. Natürlich, klar. Weißt du, Hase, immer wenn ich diese Art Spiele spiele, wo man die Türen aufmachen muss oder wo sie ja nicht aufgehen, dann muss ich an Pineview Drive denken. Damals.
Oh mein Gott, habe ich mich eingekackt. Was ist dieser dumme Kackaufsteller wieder hier? Alter, das ist so übel. Es ist so übel einfach. Können wir nicht Phasmo spielen? Ich höre Memo jetzt gerade schon. Nein, Eli, nein, nein, du ziehst das jetzt durch. Okay. Wo ging's denn nochmal zu unserem Altarraum? Alter, ich höre doch hier. Ich höre doch hier so Echo-Schritte. Echo, Schrittechos. Ich hab mich verlaufen. Unangenehm. Okay, gehen wir nochmal zurück zu Boris. Und dann links, glaube ich. Ja. Ich fühle mich hier so, als wäre das so mein Safe Room. So, da haben wir doch schon mal. Piep, piep. Ich will ihn haben. Ja, seht ihn euch an. Er ist unscharf. Scheiße, jetzt geht's. Fuck cute. Bandy ist weg. Bandy ist weg. Exactly is me. Ich will ganz weit weg von meinem Bildschirm sitzen gerade. So, da hinten. Ich spiele das jetzt über den kleinen Bildschirm. Nein, das ist noch schlimmer. Gefühlt. Irgendwie. Diese Ruhe, ne? Die macht mich fertig. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen, ja. Yeah. Taube, taube, taube Nüsschen, ja. Yeah. Joey Drew's Studios. Das Ganze zusammengebastelt, ey. Schön beschissen zusammengebastelt. Hallo. Oh. Ha! Tintenfass. Whee! Nice. Allerdings habe ich auch die Befürchtung, wenn wir jedes Mal was finden, dass dann was passiert. Also jedes Mal, wenn wir was finden, dass was passiert. Ich bin überhaupt nicht nervös. Nein, gar nicht. Oh Gott, das tropft da doch schon die ganze Zeit runter, ihr Lieben. Ich fühle mich wie so nervös und schwitzig wie früher, wenn man Dr. Bibber gespielt hat. Frag mich nicht, warum ich das jetzt vergleiche. Ha! Ich wusste doch, dass man das... Wusste ich doch.
Wo gingst du, Boris? Geradeaus? Ja. Digga, der ist so... Ich glaube nicht, dass er wieder aufsteht, weil er Kreuzaugen... Oh, guck mal, was da drin ist. Unangenehm. Ich gucke nicht nach rechts und links. Ich gehe einfach nur geradeaus. Tschüss. So, wir haben Musik. Ein Tintenfass. Und den Schraubenschlüssel. Wir brauchen noch ein Zahnrad und ein Buch. Also damals habe ich ungefähr eine Stunde für das Kapitel gebraucht. Aber da war das auch noch ein bisschen kürzer. Also das Level war halt auch nicht so groß. So wie jetzt. Ich möchte mein Gesicht in Slow Motion und nah rangezoomt sehen. Penner. So ein Penner. So ein Penner. Oh. Alter. Damals ist er nämlich hier erschienen. Hier so um die Ecke. Oh mein Gott. Fucking God. Puschel hat nicht aufgegessen. Dafür hat Jan alles gegessen. Okay. Eure Eskapaden könnt ihr mal unter euch ausmachen. Ah, fuck. Ich will nicht mehr. Ach. Mist, ich glaube, das kann ich erst anschalten, wenn ich die Tintenmaschine angemacht habe. Oh mein Gott. Wisst ihr, was interessant ist? Die Zuschauerzahl bei mir wird als 1 dargestellt, gerade bei Streamlabs. Also es könnte... Ich wette euch nochmal über meine Witze. Ja. Ich muss es doch für dich vertreten. Ne? Okay. War jetzt auch komisch. Dann liegt es vielleicht wirklich an der PIN. An der IP. Ey, man darf dieser Zahl einfach nicht Glauben schenken, ne? So wie ich diesen Frieden hier nicht Glauben schenke. Ich finde es so furchtbar, dass man einfach nicht weiß, welche Türen dann aufgehen und welche nicht. Tralalalala. Okay, das hilft uns nicht weiter. Shit. Okay. Okay, wo kriegen wir ein Buch her? Och, so ist es übrigens, wenn ich laufe. Also passiert nicht viel. Wie bei Phasmo. Okay, gucken wir mal, was wir hier unten eventuell machen können. Wir können noch mal spielen.
Bam. Bam. Oh, das war gut. Geil. Nice. Okay. Aber das Buch? Ach, jetzt guck mal, jetzt können wir es aufnehmen. The Illusion of Living. Okay. Prost! Ja. Okay, Prost! Jetzt brauchen wir nur noch ein Zahnrad. Könnte man noch ein Zahnrad herkriegen? Vielleicht hierher, aber da haben wir schon eine Sache her. Digga, ey, was stimmt denn hier nicht? Er ist wieder doof. Es jante extrem. Okay, alles klärchen. Es ist halt so super fies, weil es ist die ganze Zeit mega ruhig und voll entspannt und dann passieren halt so dumme Sachen wie vorhin, wo dieser blöde Pappaufsteller einfach nur so Whoopi macht. Ich bewege mich im Kreis. Hier geht es doch zur Inkmaschine. Da haben wir aber auch nichts gefunden. Hier war Musik. Hier hören wir Luft, ein Luftzug. Digga, what the fuck? Okay, steig einfach da rein. Steig einfach in die Schublade. Jetzt haben wir Musik auf einmal. Hier kam noch irgendwo was. Oder war das in dem anderen Raum? Oh Mann. Ich weiß es doch nicht mehr. War eine scheiß Idee von mir, das zu spielen. Ganz ehrlich, verändern die sich, die Bilder? Verändern die sich jedes Mal, wenn wir reingehen? Hat er nicht vorhin gelegen? Ich muss meine Cam ein bisschen runterschalten. Runterstellen. Wenn ich hier so sitze. Ja, das ist besser. Nein, ich guck doch nicht in den kleinen Bildschirm da. Ich doch nicht. Würde ich niemals tun.
Das ist ein haltendes Poster über. Übrigens, ein eintragendes, ja, ein eintragendes Poster ist das. Wir brauchen immer noch ein Zahnrad. Breakroom Theater. Art Department. Können wir jetzt hier rein? Ja, nein, hier können wir auch nicht rein. Ich frage mich, ob das diese Erscheinungen einprogrammiert sind oder ob das irgendwie ein Algorithmus ist. Ob das halt einfach, du gehst dreimal daran vorbei und dann erscheint irgendwas. Hier waren wir auch schon. Okay, dann watchen wir mal unseren Step. Ah! Okay, that's all of them. Nice! Liegt da noch ein. Ah, da liegt auch noch ein Knochen drin, Teil. Yay! Ich will nicht zurückgehen. Ich will nicht. Fuck, in welche Richtung ging es nochmal? Boris, na? Hängst du immer noch ab? Schön, ja, freue ich mich für dich. Okay, halalala, okay. Hä? Buch? Okay, 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 okay. Können wir die speichern oder so? Mist. Okay. Ich habe schützige Hände. Unangenehm. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Stelle den Tintendruck wieder her. Finde das Druckventil. Ich möchte im Hintergrund bitte irgendeine lustige Musik. Was macht die Maus manchmal? Die geht dann einfach von automatisch nach links, nach rechts. Oh Gott, ich bin verwirrt. Ich möchte lustige Musik im Hintergrund spielen haben, okay. Außerdem will ich ein Flummi. Tralala, lalalala, lalala. Geht das hier auf? Nein, das geht nicht auf. Ich weiß nicht mehr, wo links ich muss. Jetzt weiß ich's wieder. Tralalala. Watch your step. Jetzt gehen wir hierher. Und es funktioniert nicht. Scheiße. Oh, ich glaube, das ist im Theater. Oder? Oh, pff, dieses Spiel macht mich fertig. Ich bin auch gerade sehr froh, dass das Spiel nicht irgendwie was mit Stimmen oder irgendwelchen Worten, die triggern, funktioniert. Wieso tue ich mir das an? Wieso tue ich mir das an? Ich vertraue diesen Türen nicht. Wishes come true. Oh la 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 la. Naja, können wir immer noch nicht rein. Schade. Ausgang. Hier können wir auch noch nicht rein. Immer noch schade. La
Lalalala. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das spiele ich mit anderen zusammen. Da sitze ich nicht alleine vor. Weißt du? Das ist was anderes. Da kann man doch mit anderen doof sein. Delicious Bacon Soup. Was hat das mit diesem Klo auf sich? Können wir das aufmachen? Nein, können wir nicht. Nicht ich, die ganz weit nach hinten gelehnt spielt. Ich muss heute für vier Leute doof sein. Ich finde, das mache ich bisher auch ganz gut. Denn wie jeder weiß, beruhigt mich das. Ich vertraue dem Frieden nicht. Wo geht's denn nochmal zum Theater? Scheiße. Nichts aber. Manu. Ich will nicht. Wo geht's? Ich glaube, hier ging's zum Theater. Oh Gott. Der Penner, der guckt immer noch da raus. Verzieh dich. Ich wusste es. Und ich habe mich trotzdem erschrocken. Was für ein Huso. Alter, da. Seht ihn euch an. Er ist so ein Penner. Oh. Ey, ich bin so schreckhaft. Hier richtig? Passiert da noch was? Muss das so? Ich hab's kaputt gemacht! Scheiße! Ich hab's kaputt gemacht. Ich bin der Shooter King. Ich weiß, was gute Spiele sind. Bang, bang, bang und ganz viel Bumm. Da fallen alle Feinde um. Ich bin der Shooter King. Ich kack mich gar nicht ein. Ahaha. Bereit. Oh, ich bin aber noch nicht bereit. Ich habe schwitzige Hände. Ich habe so Herzklopfen gerade, ne? Ja. Ja, sicher. Ja! Natürlich! Hallo Boris! Lebst du wieder? Ew! Was matscht denn hier so ekelhaftig? Ey, ich hab so Schiss gerade. Merkt man vielleicht überhaupt nicht. Wo ging's denn jetzt? Da ging es zum Theater. Oh mein Gott, ich will mich in mein... Scheiß... Ach, da...
Die Fußspuren! Die Fußspuren! Da gehe ich ganz sicher nicht rein. Seid ihr irre? Nein, 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 nein. I'm sowas von out. Nein. Warum hast du denn das Licht ausgemacht, wenn du nicht so groß bist? Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Okay, ich weiß ungefähr. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Oder auch nicht. Scheiße, hier gab es eigentlich einen Jumpscare. Jetzt habe ich noch viel mehr Schiss. Oh Gott. Der ist da reingegangen, ne? Der Typ. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich möchte bitte. Ich möchte alles ganz nah an mich ranziehen, damit ich nicht so nah am. Einmal Bildschirm sitzen muss. Okay, ist das alles in Ordnung, Eli? Ist nichts, noch nichts passiert? Da können wir immer noch nicht rein. Das ist sehr schade. Ich möchte jetzt hier bitte wieder rausgehen. Dankeschön. Können wir nicht Phasmo spielen? Das wäre mir ganz angenehm gerade eigentlich. Oh oh. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich. Siehst du? Sie verändern sich. Die Penner verändern sich. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das ist ein Scheißspiel. Dann kommt hier der Jumpscare. Wetten? Okay, kommt doch nicht. Das ist schlimm. Ich warte darauf und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, dass ich zum Ende hin weglaufen muss. Das ist das Schlimmste. Ich weiß, wir waren hier schon, aber ich gehe nochmal hin. Ah, ich wusste es! Arschgehure, ey. Ich wusste es einfach. Ich laufe übrigens gerade. Ich, ne? Das ist es halt. Ich war schon da. Ich war schon da. Oh mein Gott. Darauf habe ich gewartet die ganze Zeit, ey. Oh mein Gott. Es ist so mega fies, weil du noch ein zweites Mal hingehst und dann passiert das erst, ey. Bruder, mach mal nicht einen auf den. Nein. Ist doch voll entspannt. Ja, total. Und ich habe gerade halt mitgelesen da, den Text. Ich habe doch keinen Stress. Sehe ich aus, als hätte ich Stress. Ich habe nur die Hosen voll. Au. Ah, Bacon. Danke, Bacon Soup. Danke.
Danger, keep out. Ja, tolle Wurst. Tolle Wurst, ey. Können wir jetzt gleich Phasmo spielen? Ja, ich möchte ungern baden gehen hier. Jetzt sind meine Hosen ganz dreckig, aber ein Glück trage ich sowieso schwarz. Hey. Oh mein Gott! Was ist das hier, ey? I don't trust this fucking shit. Oh no, I don't like this in any way. I don't want to go through this fucking door. Räume einen neuen Weg frei. Eine Axt könnte nützlich sein. The Creator lied to us. Der Erschaffer hat uns angelogen. This will definitely come in handy. Jetzt sind wir bei The Long Dark. This will come in handy. Angreifen? Ich muss hier kämpfen in diesem Scheißspiel. Jetzt ist einfach mal 30.000 Mal schlimmer geworden. Geil. Regenbogen. Yay. No. Ey, die sind in meinem Keller gelandet. Oh, was? Oh, was? Ein Rollstuhl? Oh Gott.